Willkommen zurück. Oh, wir sind zurück. Eine kleine Bitte habe ich an euch. Ich mag euer Chaos, das ist ganz, ganz cool für den Stream, aber bitte mal versucht mal ein bisschen weniger gleichzeitig zu reden. Also vielleicht mal ein bisschen. Ach so, das, vielleicht ja. Ein bisschen. Ja. Ihr habt sehr oft durcheinander geredet, wenn gerade wenn nicht für den Stream oder für euch, tut's für mich, weil ich als Spieler dran kann mich nicht, ich kann euch nicht verstehen, wenn ihr zu viert gleichzeitig sprecht. Dann ich kann nur auf euch eingehen, wenn ihr nacheinander sprecht. Das kriegt man hin. Ja, das ist das. Das bezweifle ich. Ich auch. Aber let's go. Versucht euch gegenseitig ausreden zu lassen und mal ein bisschen. Okay, ja. Als Recap, wir haben hier quasi alles gefunden und wollten jetzt woanders hingehen? Ist die Frage, wo wollt ihr hingehen? Wir haben einen Plotpoint gefunden und wollten zum Friedhof. Richtig. Okay, der Weg dort hin ist ein bisschen länger, das dauert eine Weile. Ihr lauft eine Weile durch die Gegend und ich muss mal gerade was würfeln, ob etwas passiert. Die Wände, man kaut da wieder. Das sieht nicht so aus, aber ich muss nochmal nachgucken. Wir sterben. Der Drache frisst die Gruppe. So ungefähr. Ancient Red Dragon. Zombies erheben sich. Wir spielen nicht Dungeons and Dragons. Wo habe ich das stehen? Dich das hier aufgehalten hat. Das ist auch wieder ein Argument. Nein, es passiert nichts. Blöderweise. Natürlich. Wollen wir uns den Friedhof aufmachen? Gerne. Okay. Ich dachte, wir sind schon auf dem Weg dorthin, aber gerne. Ah, gut, dann gehen wir. Wir sind auf dem Weg zum Friedhof. Haben wir das schon gesagt? Ja, ja. Ihr lauft durch die grüne Landschaft. Zum Friedhof, ja. Auf dem Weg zum Friedhof. Ihr seid eine Weile lang unterwegs. Auf dem Weg passiert euch nichts. Und ihr kommt an dem Friedhof an. Laufen da bereits gucken. Lebende Tote rum? Nein, gerade noch nicht. Warte mal kurz, ich muss da. Gerade noch nicht, aha! Wir haben dich durchschaut. Gut. Ja, genau, ihr kommt auf den Friedhof. Als ihr den Friedhof betretet, wird es erstaunlicherweise wird sofort Nacht. Ihr merkt, dass ihr. Auf magische Weise wird sofort Nacht. Und die Intuition von unserem Kollegen hier war schon ziemlich gut sicher. Ihr seht nämlich tatsächlich, dass aus den Gräbern steigen ihr geisterhafte Wesen heraussteigen. Das sind Wesen aus verschiedenen Epochen, also vom Kreuzritter über den Piraten, Weltkriegssoldaten, okay. 70er, 80er, Disco Boys. Sind es Geister oder haben sie Körper? Sie sehen aus wie menschliche Wesen, aber sie wirken ziemlich, sie kommen aus den Grabgräbern heraus, sie schweben durch Geister, den Grabstein oder? Heraus. Also dadurch, dass sie durch den Stein durchschweben, könnt ihr sie als Geister identifizieren, aber sie sehen nicht aus wie Geister, die man aus den Geschichten kennt. Sie sind ziemlich menschlich aus. Sie sind kein Lumpen beim Körper drüber. Sie sehen erschreckend männlich aus. Wie viele sind es denn? Sind es nur Männer? Es sind verschiedene, ihr seht dort also moderne Leute, moderne Gegenwartsmenschen, 70er, 80er Jahre, Disco Boys und Girls und also Weltkriegssoldaten seht ihr dort, bis hin zum Kreuzritter, bis zum Piraten, bis so wirklich der Mittelalter Menschen, das ist da wirklich versammelte Menge. Okay, aber sie sehen alle sehr männlich aus, hast du gesagt. Nee, sie sehen männlich und weiblich aus, die sehen sehr... Schade, ich dachte, jeder Einzelne hat einen... Hat einen Vollbart. Nein.
Warum nicht? So, es sind exakt... Drei. Ne, zwei. Ne, es sind zwei, es sind mehr als zwei, aber es sind zwei, die euch tatsächlich mal als erst wahrnehmen und euch... Und euch an und direkt auf euch zu euch angreifen, auf euch zu stürmen. Kann der Priester kurz unsere Waffen sehen? Styx, hat der Kult der anderen Seite zufällig irgendetwas gegen Geister im Repertoire? Nun, Geister sind einfach nur die, die keine Möglichkeit hatten, mit dem Fährmann zu gehen oder ihre eigene oder ihren eigenen Weg. Ich schlag drauf ein. Sollten sie zwanghaft auf die andere Seite befördern? Ja, ich schlage mit dem Schwert logischerweise. Okay, würfel das aus. Ich will Max Damage. Ja, ich hab getroffen, Mensch. Du hast bestimmt getroffen. Okay, würfel den Schaden aus. Frage, wie macht der Schaden an einem Geist mit einer Profanen? Werden wir gleich sehen. Du hast Schaden ausgewürfelt. 29, ja, du siehst, dass dein Schwert tatsächlich in dem Moment, in dem Moment, wo du auf den Geist triffst, gegen etwas stößt. Und du siehst, wenn du genau hinguckst, siehst du da, dass tatsächlich, dass du auf ein anderes Schwert triffst. Aber du triffst auf das Schwert und ja, du siehst, dass du hast scheinbar so kräftig zugestoßen, dass das Schwert des Gegnerischen zurückgeht und dein Schwert geht durch den Körper des wie durch einen Geist durch, aber du siehst, dass derjenige ein bisschen zurückweicht. Das scheint ihm wehgetan zu haben, ihm oder ihr, es sind ihn. Es wurde verletzt. Das macht Schaden. Das macht wahrscheinlich reduzierten Schaden. Okay, gut. Ich möchte gerne eine Segnung auf meine Waffe. Initiative? So. Hast du sowas wie Segen? Nein, aber ich habe Wissen Religion, ich bin ein Priester. Okay, das kannst du. Wie willst du drauf würfeln? Ich würde jetzt auf spirituelles Wissen würfeln und entsprechend aus meinem Wissen einen Segen zusammenglauben. Okay, das kannst du gerne machen. Einen Segen für meine Waffe würfeln. Also erwirken. Ja. Ob das dir was war bringt? Ein Erfolg. Nur ganz knapp ein kritischer. Okay, du fühlst dich, als hättest du deine Waffe gesegnet. Wir haben den Paladin unter uns gefunden. Du glaubst, ich spiele gerade einen Barbaren. Wie dir das was bringt, weiß ich nicht, aber es ist. Doch, ich weiß es, aber du weißt es nicht. Also ich schieße einfach. Tu das. Oder tu das nicht, wenn es nicht. Wild, hast. Ich hab getroffen. Okay. Okay, Schaden. Das bist du fünfmal kannst bis zu fünfmal schießen. Kannst nochmal ein W5 schießen. Gib ein W5. Ja, du kannst erstmal ein D5 schießen, ob du es eingeben. Wie ja. viele du mal. Wie gibt man das ein? /R1D5. Da gibt's keinen Würfel für, aber. Okay, ich habe irgendwas falsch eingegeben. /R Lücke 1D. Ah. Ja, ich hab's gecheckt. Ich hab die Lücke vergessen. Nein! Zu dumm. Was? Du musst noch ein. Ich bin mein Charakter. So machst du es. Ich hab drei Schüsse. Okay. Hast du das getroffen? Also ja. Dann darfst du Schaden ausführen dreimal. 135. Okay. Ja, du durchlächerst den Gegner und siehst, wie er zu Boden geht. Aber du siehst auch, wie derselbe Gegner gerade eben aus dem Bogen wieder aussteigt. Ich würde mich einmal umschauen, von mir aus auch gerne mit Wahrnehmung, ob ich irgendwas Seltsames auf diesem Friedhof sehe, was dort normalerweise nicht hingehört. Okay, wirf mal auf Wahrnehmung. Das ist geschafft.
Okay, du siehst ein besonders großes Grab auf einem Hügel. Harald, gib mir mal das Feuerzeug. Ich gebe dir das Feuerzeug kurz zu, während ich mich mit der anderen Hand verteidige. Und du siehst tatsächlich gerade, wie aus diesem großen Grab eine Figur eine Kreatur heraussteigt. Habe ich sogar ein Bild von der. Cool. Ist das ein Troll? Warum nicht? Es ist diese Person hier. Habe ich noch eine Aktion oder muss ich warten, bis ich wieder dran bin? Wahrnehmungswurf war jetzt nicht dein. Doch, können wir schon sagen, das war dein Versuch. Du siehst als einziges, wie dort gerade diese Gestalt dort aus dem Grab herauskriecht. Wozniak. Und ich rufe Wozniak und zeig so in Richtung von der Figur. Okay. Ich schieße. Es ist ein bisschen weit entfernt. Es ist quer bei dem Friedhof, den du schießt. Das ist so eine Sache namens Dreifachscope. Haben wir mittlerweile Initiative gewürfelt? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Okay. Können wir jetzt mal machen. Cool. Was war das eigentlich? Ein D10 oder? Ja, wir machen D100, mal gucken. Die Gegner sind nach euch dran. Ja, ich würfel einen D100, sind wir an. D100, der mit dem höchsten Wert. Der mit dem höchsten Wert darf anfangen. Mit dem höchsten Wert? Ja, fange ich an. Oder wie hat man das gemacht? Ja, machen wir es heute mit dem höchsten Wert. Ich bin so fest, es gibt so kein richtiges Initiative-System. Also darf ich anfangen zu schießen? Ja, du darfst anfangen, danach ist nach der Reihenfolge. Ich schieße auf die Person, die rausgekommen ist aus dem Ding. Okay, würfel aus, ob du das schaffst. Ja. Hast du geschafft? Okay. Dann würfel den Schaden aus. Achso, ich sag nochmal Schüsse. Wie viele? Erstmal würfel den Schüsse aus. Yes. 5! Denk dran, du gibst Munition dafür aus. Ja, ich weiß. Das sind viele Würfel. Ah, nur 280. Okay, nur 280. Davor habe ich 200. Was? Das ist die. Du siehst, dass die mit 5. Wie viele Schüssen hast du gemacht? 5 Schüssen. 5. Durchlöcherst du die Person, aber du siehst genau dasselbe. Die Person geht down, aber sie steht bald wieder auf. Ich fange an zu schreien, weil ich niemanden umbringen kann. Ja, die Gestalt wollt ihr noch weiter wollt ihr noch eure Züge aussetzen? Ich würde behaupten, wir sollten gehen. Diese Person. Ich würde noch was versuchen. Ich würde versuchen, mit meiner anderen Hand, mit der Keule, einfach einen von den Grabsteinen kaputt zu kloppen. Die Person kommt tatsächlich auf euch zu. Gut, es passiert nichts. Ein riesiges Ross erscheint und die Person reitet auf ihrem Ross auf euch zu. Tatsächlich merkt ihr auch, wie die anderen Geister auf dem Friedhof. Ich habe ein Friedhofbild. Bin zu dumm, das zu nutzen. Die Gestalt reitet auf euch zu und mit den anderen Geistern zusammen drängen die euch in die Richtung eines muss man gerade mal nachlesen. Richtung eine große Gruft. Ihr seht, wie ihr langsam in Richtung einer Gruft getrieben werdet. Moment, ich möchte mal kurz was ausprobieren. Wie viele von den Geistern haben Waffen in der Hand? Ähm.
Kriegst du eine Antwort? 22. Gut. Wo befinden sich diese Geister? Wild umher, die bilden gerade so ziemlich einen Kreis um euch, die versuchen euch gerade zu der Gruft zu drängen. Angeführt durch den ich jetzt gerade nicht mehr eingeblendet habe. Gut, dann würde ich meine Chancen trotzdem nutzen und würde sagen, fuck you, und würde durch die Geister durchgehen und einen Angriff in Kauf nehmen. Ich mach hier einfach straight in die andere Richtung. Ich will gucken, was passiert. Du wirst aufgehalten von Schwertern. Wodurch? Ja. Von ich Schwertern, kann ausweichen. Ich habe explizit den Wert Tanzen als Ausweichenwert. Ich kann mich durchaus bewegen. Sekunde. Okay, der erste verfehlt dich. Der erste Hieb, der verfehlt dich. Hebt den dann vorbei. Kannst weiter. Ja, gut, ich gehe weiter. Würfel auf Ausweichen. Sicher, gerne. Warte, ich würfel erstmal, ob der trifft. Die treffen alle nicht am Ende. Doch, der trifft. Oh. Ja, nö, das tut er nicht. Okay, du kommst, sagen wir so, du schlängelst dich an einigen vorbei, und du kommst. Nö, ich muss mich nur an den Waffen vorbei schlängeln. Durch die anderen würde ich versuchen durchzugehen. Das tust du. Und du merkst, wie du. Also du bist auch an ihm vorbeigekommen und merkst, sobald du. Also du gehst weiter Richtung Friedhof. Also es hat so eine Art Zaun drumherum. Und du kommst an einen Zaun, sobald du merkst, dass du da du kommst nicht aus dem Friedhof raus. Also du läufst gegen eine Art unsichtbare Wand. Gut, dann drehe ich um und gehe wieder zu den anderen. Zumindest habe ich versucht. Ich würde jetzt mal versuchen. Geister, die sich zu dir gedreht haben, drehen sich, verfolgen dich und drehen sich wieder zu dir um. Drehen sich kopfschüttelnd einfach wieder um. Ich bin ein bisschen verwirrt, dass du es durch sie durchgeschafft hast. Ich würde die Verwirrung nutzen und mit meinem Speer einfach mal durch diese ganze Meute durchrennen versuchen. Und zwar zu diesem Grab, wo dieser nette Person hergekommen ist. Das schaffst du nicht, weil dich trifft der Schlag von einem erstaunlich gut gehaltenen Schwert von ihm hier, von unserem Prinzen. Hast du irgendwas auf Ausweichen? Nö, gibt's Paraden? Wenn du dir Paraden. Standard. Kriegst. Ansonsten Standardkampfwert. Jo, das ist wahr. Also dich würde gleich das Schwert treffen, wenn du nicht. Oh, ne. Okay, dich trifft das Schwert. Du bist geköpft. Ne, geköpft nicht. Du bist jetzt einer von ihnen. 45. Einer. Teil der Schiff. Teil der Crew. Würfen wir mal. Du kriegst 36 Schaden. Das Schwert trifft dich ziemlich hart. Okay, ich schreie jetzt auf und schüchter die Geister ein. Also ich versuch's zumindest. Die scheinen dadurch keine. Die scheinen das nicht zu beeindrucken. Durch den Befehl von ihm hier, von dem Prinzen, ja, werdet ihr weiter zurückgedrängt. Also ihr seid inzwischen. Ihr steht Rücken an Rücken an der Krypta. An der Gruft. Okay, kann ich ihn es werden ich würde versuchen, seine Schwerter und andere Sachen zu auf euch geworfen. Oh. Mal gucken. Oh, hat er aber geschafft. Ein weiterer Schwerthieb weicht auf wen? Auf Nummer 4, Discord-Reihenfolge. 2, 3, 4 auf Thorin, auf Styx. Auf Styx, dich weicht dann ein Schwerthieb herab. Versuch auszuweichen. Damit weiche ich tatsächlich nicht aus. Okay, dich trifft der Schaden. Das waren 5 D10. Ein sehr gutes Schwert. 31 Schaden kassierst du.
Aua. Ist die Krypta verschlossen? Die ist offen. Ihr könntet euch... Ja, die wollen uns eindeutig unten eine Falle stellen. Deshalb, wie gesagt, jetzt werde ich sauer und jetzt möchte ich wirklich sein Pferd abstechen. Kannst du versuchen. Gut. Würfel drauf. Mensch, wie überraschend, habe ich geschafft. Okay, würfel den Schaden aus. Als ob das eine Rolle spielen würde. 38. Okay, sein Pferd, er fällt von seinem Pferd hinunter. Das Pferd fällt, ich sag mal, tot. Haha, zu Boden und er rappelt sich auf und läuft auf euch zu. Mit dem Schaft seines Schwerts gibt er dir als erstes einen Stoß und du fällst nach hinten und die durch ich die offene ihm ins Gesicht, um ihn abzulenken. Ich würde du fällst doch ablenken, du fällst durch die offene Tür der Krypta hinein in die Krypta. Dann folge ich mal den Bahnschienen. Ich will ihn trotzdem ins Gesicht spucken. Dann folge ich mal den Bahnschienen. Das wird dir nicht mehr möglich sein. Okay, alle noch dem scheiß ich spiele. Ich habe ja noch den Lenker. Ich habe ja noch den riesengroßen, richtig lange Holzlatte da. Ihr werdet nacheinander. Ihr könnt da relativ wenig mit zu machen. Gut, ich will die einfach nur von mir wegscheuchen, bevor ich reingehe in die Krypta als Letzter. Möchte ich nur einmal mit dieser langen Planke will ich einmal so durchgehen, sodass sie alle wegfliegen. Kannst du machen, aber unser Prinz, der kommt nacheinander vor euch und versucht euch in die Krypta reinzudrängen und wenn nicht, der wird reingeschubst. Ja, wie gesagt, ich gehe als Letztes aber freiwillig rein, weil ich will die anderen nicht. Okay. Ich will bei den anderen bleiben, aber ich schieb sie noch alle weg, damit sie wegbleiben. Das gelingt dir. Ihr merkt, dass sobald ihr durch die Tür fallt oder durch die Tür geht, der Krypta, dass eine dicke Mauer vor dem Eingang der Krypta erscheint. Einbrechen? Okay. Versuch's. Ich versuche einzubrechen. Auszubrechen? Ja, auszubrechen, aber ich habe nur einbrechen. Würfel darauf, ob du es schaffst. Ich hab's nicht geschafft. Okay, dir tut deine Hand weh. Handaue. Du haust gegen Stein. Oh, armer Wozniak. Du kriegst einen Schaden. Ich nehme meinen Teddybären und kuschel mich an ihn. Gut, ihr seid in der Krypta. Gut. Können wir sie auch erkunden? Wie groß ist diese Krypta? Ist da irgendwas Interessantes? Gibt es eine Treppe nach unten? Nö, das ist ein großer Raum. Ein dunkler Raum. Wollt ihr euch umgucken? Ich mach mein Feuerzeug an. Nein, das hab noch okay. Ich. Ah ja, stimmt. Gibst du mir bitte mein Feuerzeug zurück? Ich mach das Feuerzeug an. Okay. Ihr seht in der Krypta, ihr seht offensichtlich ein Grab, also ein steinernes Grab. Und Brechstein. Neben dem Grab ist so ein kleiner steinerner Vorsprung und da liegt eine Schriftrolle drauf. Wiederhole, fuck it, Brechstange, Grab öffnen. Okay, Würfel drauf. Kümmert ihr euch jetzt lesen. Als erstes Brechstange, Würfel drauf. Ist wahrscheinlich mal ein allgemeiner Wert, ich bin nicht gut, aber... Oh Mensch, das ist mehr als 0, also... nö. Okay, du schaffst es nicht. Nö. Du versuchst vergeblich das Grab aufzuhieven. Ich halte mein Feuerzeug in der Nähe von der Schriftrolle, sodass Styx sie lesen kann. Okay, Styx liest folgendes. Das verrätst du wahrscheinlich gleich weiter. Sekunde, wo steht's? Auf der Schriftrolle, eine sehr leckere Rolle, steht 5 Prüfungen des Willens, Prüfung des körperlichen Willens. Beweist euren Willen in eurer Stärke. Nutzt eure pure Körperkraft, die in euren Füßen und Händen steckt, und schlagt euch durch diese dicke Mauern zurück, hinaus in die Freiheit.
Draußen wartet nun das Amulett dieser Prüfung auf euch. Wozniak! Ist es eigentlich. Nee, ich hab erstmal eine Frage. Ist es kalt in der Krypta? Es ist etwas kalt. Vor allem, okay, weil es Nacht ist. Ich stell mich in die Ecke. Ich hab mal eine Frage. Wie dick ist die Wand vor der Tür? Also geschätzt. Könnte man ausprobieren. Ich stell mich erstmal in die Ecke und frag: Ist euch kalt? Dann kommt zu mir in die Ecke. Hier sind 90 Grad. Oh. Würfel auf Humor. Gott, war der schlecht. Der war wirklich schlecht. Ich fand den Babo, ich hab nicht geschafft. Nein. Hast nicht geschafft, okay, der war wirklich schlecht. Ich hab eins auf Humor, wie soll ich das schaffen? Aber hast du sonst nichts auf Soziales oder was? Doch, ich hab einschüchtern. Aber ich durfte nicht. Du hast es doch schon mal geschafft, wie hast du es geschafft? Ich hab da eins gewürfelt. Achso. Okay. Dieser Witz war sehr schlecht. Wozniak, probier doch nochmal durch die Wand zu kommen. Okay, ich hau jetzt. Ich hab denn eine andere versucht. Die scheint ja präpariert zu sein. Die anderen wahrscheinlich nicht. Darf ich mit meiner Faust gegen die Wand schlagen und versuchen, diese aufzubrechen? Kannst du versuchen. Okay. Du kannst auch hier bestimmt auch irgendwo einen Grabstein oder sowas da drin. Ja, ich hab's easy geschafft. Ist zwar kein kritischer leider, aber ich hab's trotzdem easy geschafft. Okay, dann würfel deinen Schaden aus. Deine Faust macht 1W6 Schaden. Meine Faust macht nur 1W6. Ja, macht 6 Schaden. 1W6. Max Damage. Warte mal. Ja, ich kann gar nicht weniger machen. 6 Schaden. Sekunde, das muss ich mir mal notieren. Ich mache mir mal ein Dokument auf, wo ich das mal den Schaden an der Mauer. Nein. Hat diese Mauer jetzt tatsächlich Strukturpunkte? Oh nein. So. Auf geht's. Gut, ich nehme an, wir können alle mit unseren Waffen dagegen pfeffern. Es wird Zeit, ja, die Mauer zu erstechen. Nein, ich mache ein Loch in die Mauer und entledige mich. Hebt ihr das für das Grab auf? Bitte. So, was tut ihr? Sagt, was ihr tut. Ich nehme ein Speer und steche auf die Mauer drauf ein. Okay. Oh, Gottes Willen, das ist nicht geschafft. Okay, du wirfst, du stichst deinen Speer in den Boden, du stichst deinen Speer vor die Wand in den Boden. Okay. Möchte noch jemand versuchen? Ja, ich möchte auch. Frage, kritischer Erfolg ist generell, egal was für ein Wert du hast, immer ein Erfolg, oder? Wenn du einen würfelst, ist das ein Erfolg. Gut, das war ja 1 bis 5, also... 1 bis 5 und kritischer Misserfolg war 95 bis 100. Naja, schlag dir mal weiterhin auf die Wand ein, ich versuche das Grab zu öffnen. Viel Spaß. Jede Runde die... Hast du geschafft? Ich habe es nicht geschafft zu treffen. Was wolltest du machen? Du... Meinem Speer auf die Wand einstechen. Ich habe ja immer noch keinen Revolver. Du schießt du stichst auf den Boden ein. Ich habe es ganz knapp verfehlt, möchte ich anmerken. Ja. Okay, ich versuche nochmal die Wand aufzubrechen. Wie machst du das? Mit deiner Faust? Ich nehme mir das Brecheisen. Das hat Modi in der Hand. Das hat Fahrrad. Das benutze ich für das Grab. Schade. Okay, dann nehme ich meine langen Stöcke. Hast du es geschafft? Ja. Hast du was auf? Hast du auf Startkampf oder? Nee, ich hätte jetzt auf Einbrechen. Okay, das gebe ich dir, ausnahmsweise. Weil es ist ja genau das, was du hast. Du hast es geschafft, aber. Also, ich kann dir sagen, es macht keinen Schaden. Es ist auch erschwert geschafft, eigentlich. Es hat einen Schaden machen, also macht es. Es macht aber keinen Schaden. Das würfeln nochmal. Du merkst, wie da an der Mauer nichts passiert. Du stößt mit dem Stock auf die Wand und es passiert nichts. Du merkst, wie ihr das quasi daran abstößt. Okay, dann schieße ich mit meinem... Ich schlage mit meinem Messer drauf ein. Und steche drauf ein. Okay. Klingt das überhaupt? Was? Hast du es geschafft? Was? Ja, habe ich. Okay, das Messer prallt quasi an der Wand ab. Ich darf gar nichts mehr machen. Ich hab mal meine... Ich gebe euch mal einen Tipp, lest nochmal die Schriftrolle.
Next try. Ich hab nochmal. Okay, dann lese uns bitte nochmal die Schriftrolle vor. Ich hab's mir leider nicht aufgeschrieben. Wir müssen bloß einen Fäusten machen, mein Gott. Auf der Schriftrolle steht 5 Prüfungen des Willens. Prüfung des körperlichen Willens. Beweist euren Willen in eurer Stärke. Nutzt eure pure Körperkraft, die in euren Füßen und Händen steckt. Und schlagt euch durch diese dicken Mauern hinaus in Freiheit. Das Problem schlage ich halt. Hast du denn Schlagen? Ich hab Faustkampf. Gut, dann macht derjenige mit Faustkampf das der Rest. Ich hab 92 auf Faustkampf. Dann mäh das Teil nieder. Okay, das ist... easy. Geschafft. 6 Schaden. 6 Schaden. Geschafft. 4 Schaden. Sekunde, würfel nicht so schnell, ich muss den Schaden noch eintragen. Ja, ich sag dir immer, was da geschaden. Wie viel Schaden? 5 Schaden. Schon wieder geschafft. Sekunde, lass mich mal kurz gucken. 3 Schaden. Ob die Mauer vielleicht schon durch ist. Nein, ist sie natürlich noch nicht. Können wir das abkürzen und sagen, er hat's geschafft nach X. Also wirklich, ich habe 92 auf Faustkampf, irgendwann schaffe ich's doch. Ich würfe jetzt. Okay, du hast die richtige Taktik, du haust tatsächlich durch die Wand durch. Ich habe 92 auf Faustkampf, wenn ich das nicht hinkriege durchschlagen, dann raste ich auch. Du brauchst ein paar Minuten, um dich da durchzuschlagen. Das lässt dich natürlich auch nicht ohne. Eigentlich habe ich einen anderen Schadenswert gemacht, aber gib dir mal 13 Schaden. Durch die Bahnwand boxen. Deine Hand ist etwas blutig geworden dadurch. Ich bin das gewohnt. Aber ihr kommt durch die Wand. Vor dem, draußen ist es Tag geworden. Und auf den Schwellen der Krypta seht ihr ein leuchtendes, ja, Amulett ist vielleicht der falsche Begriff, es ist ein Stein in einer Verankerung drin, es ist ein leuchtender Stein in einem Behältnis. Was für eine Farbe hat der Stein? Braun. Violett. Styx möchte den Stein genauer untersuchen. Untersuche den Stein. Würfel drauf. Die Wahrnehmung. Und ich war nicht erfolgreich. Um 1. Okay. Es ist ein hübscher Stein. Gut, ein sehr leuchtender Stein. Ich würde auch gerne mal auf Wahrnehmung drauf würfeln. Oder nee, tatsächlich spirituelles Wissen. Ich habe es geschafft. Okay, du siehst, du fühlst, dass von diesem Stein eine magische Magie ausgeht. Magische Magie? Eine. Im Gegensatz zur unmagischen Magie. Es ist kein einfach nur leuchtender Stein, sondern der scheint was. Styx greift sich den Stein. Pass will auf, jemand daran aufhalten? Styx, pass auf, der ist magisch. Das macht ihn umso besser. Du hast den Stein. Also ich schreibe mir einen niederleuchtender Stein auf. Ja, magische Magie absondert. Es ist ein Metallbehältnis, in dem schreib das. Schreibt dir einfach auf Quest Item 1. In dem der Stein eingelassen ist. Also das ist kein Stein, also der ist. Die müsstest du schon rausreißen, ist das so eine. Ja, ich nehme das gesamte Metall. Nebelschlüssel, ich verstehe. Best Item Friedhof. So ungefähr. Gut, dass wir hiermit fertig sind. Gut. Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Könnten wir bitte erstmal das große Grab suchen und öffnen? Genau. Und ich würde gerne eine Portion Beeren essen. Ich habe nämlich noch Beeren dabei. Darf ich eine Portion Beeren essen? Du darfst eine Portion Beeren essen und darfst dadurch, ich sag mal, 1d10 regenerieren. Warum? Wieso? Weil Essen regeneriert. Wie viel Hunger haben wir eigentlich so? Gar keinen. Ihr seid
seit 2 Tagen auf der Insel. Der 2. Tag verlief etwas kürzer. Cool. Also nach 2 Tagen habe ich eigentlich normalerweise Hunger, aber egal. Hier nicht. Hunger ist keine Mechanik, halte ich nur. Also, Grab öffnen. Also, wenn ihr essen wollt, könnt ihr essen. Also, wenn ihr meint... Hat jemand was zu essen? Ich hab nur mein Proteinpulver. Das kann auch senderhaft sein. Es ist sehr, sehr nah. Haben wir irgendwo Wasser in der Nähe? Nö. Nein, auf dem Friedhof nicht. Schade. Sonst hätte ich mir jetzt einen Proteinshake gemacht. Ich hab einen Shaker dabei. Vielleicht gibt dir Styx ein paar Beeren ab. Dann hast du einen Proteinshake mit Beeren. Da kannst du dir was Flüssiges rausquetschen. Nein, es geht nur ums Proteinpulver. Styx reicht dir eine Portion Beeren. Eine Portion Beeren, keine einzelne Beere. Vergiss es nicht. Svergi würfelt Portionen von Beeren mit einzelnen Beeren aus. Wir haben das letzte Mal 9 einzelne Beeren gefunden. Eine Portion Beeren. Eine Beere. Eine Portion Beeren bekommen. Ja, und eine Portion ist eine Beere, das haben wir doch nicht. Will noch jemand Grabbeschädigung betreiben oder wollt ihr weitergehen? Ja, ich will das Grab von dem Typen ausheben. Dann tu das. Ich würde Harold dabei helfen wollen. Würde mit meinem Speer so ein bisschen daran hebeln. Durch den Friedhof laufen und eine Predigt darüber sprechen, dass diese Seelen den Weg zur anderen Seite finden mögen. Spiel das bitte aus. Oh, der hier ganz sicher nicht mehr. Jawohl. Also Styx geht langsam lang, berührt einige der Grabsteine ganz vorsichtig. Murmelt andächtig etwas, das kaum zu verstehen ist, spricht aber gelegentlich auch lauter. Mögen diese Seelen, die auf die falsche Weise schändhaft beerdigt wurden und nun kein abgeschlossenes Leben finden können. Niemand gab ihnen eine Münze für den Fährmann. Einen Weg finden durch die Kraft, die meine Worte ihnen geben und die Kraft, die ihren endgültiger Tod ihnen gewährt, einen Weg über den Fluss finden, dass sie zwecks eigenen Willens auf die andere Seite gelangen. So sei es. Applaus. Gut, kommen wir zu den wichtigen Dingen. Grabschändung. Haben wir es geschafft? Würfel drauf. Auf Brecheisen und benutzen. Würden die Muskeln mal rüberkommen? Ich würde tatsächlich, also kann ich mit Stabkampf versuchen, das Ding aufzuhebeln? Und meinem Speer? Was wird's mit dem Speer, das aufhebeln? Der Würfel auf Speer, Einsatz. Auf deinen. Als würdest du kämpfen gegen den Grabstein. Ist geschafft. Okay, du hebst das Grab auf. Ihr seht einen sehr, sehr verwittertes. Eine sehr verwitterte Version eines Skelettes. Könnte mit viel Fantasie diese Kreatur gewesen sein, die euch angegriffen hat. Ich möchte den rechten Oberschenkelknochen mitnehmen. Kannst du gerne machen. Würfel auf Standard handeln, ob du es schaffst. Hat er noch mal? Nein, darauf muss man nicht. Nein, Würfel ist nicht wahr. Es war ein Witz. Bei dir bin ich mir da nicht so sicher. So, du kannst dir gerne ein Stück Knochen in deinen Inventar stecken. Sind noch Stofffetzen da? Nein, nicht wirklich. Muss ich halt improvisieren. Ich würde versuchen, die Knochen zu nehmen. Den Knochen, den du eingesteckt hast, der ist auch ziemlich spröde. Das ist ein alter Knochen. Der fällt fast auseinander. Das ist da. Sehr gut. Okay, wenn die fast auseinanderfallen, dann mache ich was anderes. Gut. Das ist ein ziemlich altes Skelett, da ist kaum noch was von übrig. Ich werde mich runterziehen, werde mich hinknien und werde ihm einmal richtig schön in den Schädel scheißen. Das kannst du tun. Soll ich dich halten, damit du nicht umfällst? Ich würde Harold halten, dass er nicht umfällt. Das gelingt dir. Gut. Dann benutze ich was auch immer zum Saubermachen und gehe einfach. Das war mir wichtig. Ja, okay.
Hm. Oh, ich gehe dann auch aus der Krypta raus und gesell mich zu Styx. Und lausche seinen schönen Predigten. Okay, wollt ihr noch ein bisschen auf dem Friedhof verweilen oder wollt ihr keine weiter Ahnung, ist vorangehen? Es Abend oder? Es ist morgens. Mhm. Es ist gerade, die Sonne ist gerade aufgegangen. Ja, schade, dann. Wir haben Quest Item 1. Wir haben Quest. Ich höre dich nicht, Moni. Quest Item 1 von 5, lasst uns aufbrechen und Quest Item 2, 3, 4 und 5 holen. Styx sagt, wie gut seid ihr darin, die Toten zu beschwören? Nichts, dass ich meiner Profession zuordnen würde. Immerhin ist es meine Aufgabe, sie auf die andere Seite zu geleiten. Ja, aber ihr könnt doch mit sicherlich ein paar verlorene Seelen zurück zu dieser Seite führen, um sie dann anständig zurück auf die andere Seite zu schicken. Solange sie nicht bereits erhoben sind, halte ich das für höchst unmoralisch. Gerade. Okay, ihr wollt also weiter aufbrechen. Ja. Gut, ihr verlasst den Friedhof, das könnt ihr jetzt auch, nachdem ihr die Prüfung bestanden habt. Und ja, ihr seid wieder auf dem Land der Insel unterwegs. Wo wollt ihr als nächstes hin? Ihr kennt die Orte. Der Wald hört sich gut an, da hat man gute Erfahrung auf der anderen Insel gemacht. Richtig, Wald hört sich gut an. Mhm. Der Wald hört sich gut an und keiner wird irgendwas trinken da drin. Gut, also ihr geht, also ihr lauft Richtung Wald. Das ist auch relativ, den findet ihr auch relativ gut. Der Wald. Ihr lauft wieder eine Weile über die Insel und kommt nach einer Weile auf zu einem Laubwald. Ihr lauft durch den Wald, es ist ein. Da habe ich ein Bild für wahrscheinlich. Muss mal gucken. Natürlich habe ich ein Bild. Knusprig für. Und spaziert durch den Wald. Nein. Brotkäppchen. Würfel auf Humor. Nicht geschafft. Der war ganz schlecht. Du musst aufhören zu lachen. Der war ganz schlecht. Ganz böse. Ganz schlechter Humor. Aufhören. Ich darf lachen. Ruhe im Gerichtssaal. Chat. Ja. Chat, würfel auf Humor. Chat auf Humor würfeln, bitte. Dann lese ich es vor. Was sitzt im Baum und weint? Eine Heule. Auf Humor würfeln, Chat. Der auf Humor würfeln, Chat. War kostenlos. Auf Humor würfeln. So. Oh, war ein sehr, sehr erfolgreicher Eins. Er war sehr lustig. So genug vom Chat. Kann ich das machen im Chat? Du nimmst einen Würfel und würfelst diesen. Nein, wir haben keinen Bot dafür. Nein. Du kannst dir einen Würfel nehmen und diesen Würfel. So hier, das klingt dann ungefähr so. Und hast du gewürfelt. So weiter. Ihr lauft durch den Wald und Wozniak erzählt euch Witze. Und ihr kommt nach einer Weile auf einer Lichtung an. Sekunde. Lichtung, Wald. Ihr seht auf der Lichtung eine Gruppe von 6 feinen Herren. Und ihr seht, wie die 6 Herren sich gegenseitig über den Haufen schießen. Ist da auch eine Schriftrolle? Was dich sehr freuen wird oder auch nicht. Die schießen sich mit Revolvern über den Haufen. Ja! Aber was dich, das wird dich in diesem Moment freuen, aber sobald die sich über den Haufen geschossen haben, lösen sich die feinen Herren genauso wie die Revolver in Luft auf. Ich kritisiere das! Ich würde, während wir durch den Wald laufen, versuchen, irgendwelche Kräuter zu finden. Mit Vorlieb giftige Kräuter. Okay, Würfel drauf.
Das ist Kräuterkunde, nehme ich mal an, ne? Denke mal ja. Nein, natürlich nicht. Ich suche nach halluzinogenen Pilzen. Das heißt, ich habe nach giftigen Kräutern gesucht. Finde ich dann jetzt dadurch gar keinen oder finde ich dadurch Kräuter, die essbar sind? Du findest nichts. Ich würde gerne nach halluzinogenen Pilzen suchen. Ich würfel okay. auf Flora. Weil ich das gar nicht juckt, was da auf der Richtung passiert ist. Ja, juckt es mich noch nicht. Ja, wir haben halt Prioritäten. Ich war nicht erfolgreich. Ich finde keine halluzinogenen Pilze. Ja, du findest. Du findest ein bisschen. Finden wir denn Tiere? Du findest Kleeblätter. Drei Blätter, ja. Nein. Das ist eine Lichtung. Würdet ihr die betreten? Ja. Nein. Na, erstmal die Lichtung von außen betrachten. Sind da keine von den feinen Herren, die sich erschossen haben, mehr? Es wird. Die haben sich in Luft aufgelöst, erstaunlicherweise. Oder gar nicht so erstaunlicherweise inzwischen. Es interessiert mich nicht, was der Rest meiner Gruppe macht. Ich gehe einfach in die Lichtung rein. Okay, du benutzt okay. die Lichtung. Darf ich euch noch was auf dem Weg sagen? Vor dir erscheint ein Schwert. Ein Schwert. Ein ziemlich rostiges Schwert. Ich versuche das Schwert herauszuziehen. Bitte sag mir, ist es in einem Stein drin? Nein, es liegt vor dir auf dem Boden. Okay. Gibt es da eine Schriftrolle an diesem Ort? Da liegt eine Schriftrolle auch auf dem Boden. Ich gehe zu dieser Schriftrolle hin. Ich würde sie gerne lesen. Betretet ihr alle die Lichtung? Ich sehe Schwert, ich sehe Schwert. Ich gehe auf Lichtung. Okay, betretet alle die Lichtung. Auf der Schriftrolle steht folgendes. 5 Prüfungen des Willens. Prüfung des Kampfeswillens. Beweist euren Willen im Kampf. Nehmt die Schwerter, die euch hier bereits liegen. Also ihr habt alle, jeder kriegt ein rostiges Schwert. Eure Waffen haben sich in Luft aufgelöst. Ihr habt natürlich. Nehmt die Schwerter, die euch hier bereit liegen und kämpft bis auf den letzten Mann. Wer steht zuletzt, soll euer Sieger sein. Ich greife an. Okay, ich nehme ein Schwert und sprügel okay. die anderen ein. Let's take sword, let's fight. Würfelt Initiative aus. Jawohl. Sicher. Ich habe das Gefühl, der mit Fechten 100 wird gewinnen, aber das weiß ich schon. 80. Nacheinander. Reiner. Sagen wir, ihr dürft mit eurem Kampfwert, mit eurem Waffenwert, den ihr habt, mit diesem Schwert kämpfen, um das zu erleichtern hier. Ich habe extra Klingenwaffen, jetzt kann ich nicht mehr benutzen, weil mein Faustkampf höher ist. Ich hab 2 verschiedene Kampfwerte. Soll ich den höheren nehmen oder den passenderen? Du nimmst den passenderen. Der ist nämlich niedriger, okay. Ja, bei mir auch. Okay, Styx fängt an. Ich habe einen und der ist ideal dafür. Auf geht's. Okay. Gut, ich schlage auf die Person ein, die am nächsten an mir dran steht. Wer steht am nächsten dran? Ich stehe am nächsten. Warte, die 4, 1, 2, 3, 4, Toto, Styx steht. Styx ist. Ja, Styx ist sich selbst am nächsten, selber, das weiß ich auch. Ja, das ist klar, aber. Dann ist es. Anna. Eine 28 trifft tatsächlich. Okay, wirf für den Schaden aus. Der Schaden mit dem Schwert ist sind 5d6. Eure Schwerter haben, das sind rostige Schwerter, die haben 5W10 minus 3 Schaden. Danke. Kannst du mich one-shotten? Nein. 35. Tag die 35 Schaden ein. Übrigens, ich hab's vorhin im Chat geschrieben, ich sag's nochmal hier an dieser Stelle. Wenn ihr in diesem Abenteuer sterbt, begebt euch in einen anderen Voice-Chat, dann und wartet, bis ich dazu ich komme. Das hat an diesem Abenteuer ein bisschen mehr Bewandtnis. Also haben wir gleich 4 Tote. 3. 3 Tote. Ich werde mich da wahrscheinlich auf die Lichtung setzen und. Auf geht's. Ja. Ich werfe mich nochmal auf. Kämpft. Glück sein Schwert. Was? 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 Selbstmord. Sehr gut, sympathisch. Was muss ich würfeln? Schaden. Würfel den Schaden aus. Jawohl.
Dein Wunsch sei mir Kamel. Come on. Jetzt einfach 5. 17! Okay. Ich bin noch nicht ohnmächtig, wenn du das wissen möchtest. Okay, denn der Nächste in der Reihenfolge greift an. Okay, ich schlag Anne. Ich hab Anne an. Okay. Ich hab immer getroffen. Ich hänge immer noch auf Stück sein Schwert drauf. Ja, ist egal, ich treffe dich trotzdem. Sehr gut. Okay, du hast doch einen Würfel Schaden aus. 29 Schaden. Wir sehen uns später, Jungs. Bist du schon tot, oder was? Ja. Mit der LVP. Okay, interessant. Dann begib dich mal in einen anderen Voice. Warte mal kurz. Und wir machen mal kurz eine Pause für euch. Ihr kämpft noch nicht weiter. Ich bespreche mal mit Pathfinder weiter, wie es weitergeht. Nicht im Stream. Nicht im Stream snipen. Da versaut ihr es euch selbst. Wäre ein bisschen blöd. So, hi, Pathfinder. Hi. Für den Stream hier, nicht zu hören, das ist. Ich muss mich eigentlich im Stream jetzt mal auf stumm schalten, damit die mich nicht hören. Sie verderben sich selbst. Kleiner Spoiler für die anderen. Pech gehabt, wenn sie es jetzt selbst hören. Dein Charakter ist jetzt nicht gestorben. Wer hätte es gedacht? Du siehst jetzt, dein Charakter sieht jetzt tatsächlich von, du siehst, du wachst, du fällst um und siehst tatsächlich, dass du siehst die anderen Charakter, du siehst die anderen Spieler gegen Illusionen kämpfen. Also ihr kämpft gegen Illusionen selbst, also jeder kämpft mit der, also du siehst die anderen mit der Luft kämpfen. Also du wurdest gerade aus dieser Situation, du liegst jetzt neben der Lichtung und wenn du versuchst auf die Lichtung zu kommen, triffst du auf eine unsichtbare Wand und darfst nicht mehr an dem Kampf mit teilnehmen und die anderen kämpfen gegen Illusionen ihrer selbst, also sie kämpfen nur, also der Letzte, der Last Man Standing, der wer stirbt, der. Okay. Das kannst du jetzt gerne den anderen erklären, die noch zu dir kommen. Die zwei, die noch sterben. Das mache ich. Also gehe ich jetzt davon aus, dass sobald diese Szene vorbei ist, bin ich wieder mit den anderen. Da kannst du wieder zurückkommen. Ihr seid nicht tot. Du bist nicht tot. Du bist nur momentan aus dieser Illusion, aus dieser Welt. Du kannst jetzt eine kleine Pause machen, bis der Kampf vorbei ist. Alles klar. Kannst die anderen empfangen und denen erklären, was los ist. Verständnisfragen. Alles gut. Na dann. Ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich in 5 bis 10 Minuten wieder. Bis gleich. Auflegen. So, willkommen zurück. Ich bin basic wird. Aber ja, gut. Hallo. So, let's kämpfen. Let's fight. Gut, wer ist dran? Hast du eine Übersicht? Wer war der Vierte? Ich glaube, das müsste dann ich sein. War die Reihenfolge, ich hab die nicht mehr im Blick. Ey, Stück ist Nummer 1. Also dann Harold, sorry. Ja, dann greife ich einfach mal. Wen von euch erledige ich denn? Ich würfel erstmal, ob ich treffe. Hinaus. Der Letzte wird der Gewinner sein. Mensch, ich treffe. Na komm. So. Ich mache Schaden an. Und wen machst du Schaden? Ja, ich mach gerade, ich habe Leerzeichen vergessen. Kannst du auch sagen, kannst du, oder du suchst, lässt es würfeln. Ich lasse es würfeln, ich mache Schaden an Nummer 1. Okay, ich konter. Das darfst du machen. Würfel auf Kontern. Ja. Hab's geschafft. Okay. Oh, darf ich jetzt Schaden zurück machen? Kontern heißt Schaden zurück. Ja, cool, darf ich ausweichen? Eigentlich nicht, bei einem Konter nicht.
Wow, was ist das für eine Scheiße? Doppelte Ausweichen ist, ne, ist da. 23 Schaden. Easy! Wow. By the way. Schaden selbst kassiert. Nice. Ich bin einfach besser. Okay, dann ist Dux wieder dran, glaube ich. Der Next. Vorzüglich. Es gilt nun die Person, die wirklich massiv ist, abzustechen. Nein! Ja. Es geht euren größten Gegner auszustechen, damit ihr das Ganze hier schafft. Ich treffe! Who fucking cares? Sowieso einer aus unserer Gruppe, der gewinnt, also. Das stimmt. Genau. Wojciech stirbt. Also stirbt nicht unbedingt, aber bekommt Schaden. 28! Scheiße, ich kann's nicht. Scheiße. Ja, das ist kein kritischer. Das ist. Kassier 28 Schaden. Ja, passt. Aufs Fressbrett. So, dann bin ich wieder dran, oder? Schon einer tot von euch. Okay. Mhm. Dann tue ich jetzt Styx angreifen. Na toll. Ja, das hast du erst bei mir. Ich kann ja ausweichen. Ich treffe nicht. Oha. Also, triffst du das ist ein kritischer Fehlschlag. Das ist ein kritischer Fehlschlag, also du triffst dich selbst. Oh, geil. Würfel deinen Schaden an dir selbst aus. Ja. Da sind 4. Du triffst dich ordentlich selbst, du schneidest dir ins eigene Fleisch. Gut, der nächste. Ist wer? Harold. Immer der nun fragt. Gut, dann versuche ich auch den Massiven abzustechen. Sehr gut. Mehr als schief gehen kann es nicht. 9 Mensch, das trifft. Oh Mensch, ich hab's abgeweckt. Gut, dann macht er einen Schaden. Ach, komm schon, erledige ich es halt einfach kurz. 6 Mensch. Okay, reicht. Bist du tot? Jo, ich bin im anderen Chat. Hab im Voice. Lösen die sich eigentlich auch auf, wenn sie tot sind? Warte, ich gehe nochmal kurz rüber zu denen. Erst beantworte mir die Frage. Lösen sie sich auf, wenn sie tot sind? Oder liegen sie tot rum? Warte, ich bin gleich mal, komm gleich wieder. So, Hallöchen. Hallöchen. Erklärst du es mal, willst du es mal erklären? Jo. Also ich sag, es interessiert nicht, ob wir sterben oder nicht sterben, weil wir eh wiedergeboren werden, beziehungsweise weil wir eh nur gegen Illusionen kämpfen. Harold findet sich außerhalb der Lichtung wieder, ihr seid. Sag einfach, was passiert, bitte. Ja, du findest dich außerhalb der Lichtung wieder und du siehst die anderen beiden noch gegen die Luft kämpfen. Also ihr kämpft gegen. Ihr kämpft nicht gegen euch selbst, ihr kämpft gegen Illusionen euer selbst. Und ihr könnt nicht zurück auf die Lichtung, aber ja, ihr müsst denen zuschauen. Reicht als Erklärung. Schaden haben wir trotzdem gekriegt und wenn ja, wie viel regenerieren wir dann? Ihr habt genug Zeit, um voll zu regenerieren. Ihr dürft jetzt zugucken. Yay. In der Zeit dürft ihr. Wir haben wieder 100 HP. Bis gleich. Ja. Also, so. Um meine Frage zu beantworten. Darf ich? Lösen sich die Leichen auf, ja oder nein? Ja, die Leichen lösen sich auf. Sympathisch, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Okay, dann. Er ist dran, ich bin dran. Nein, doch, ja. Ich bin dran. Gut, es gilt, einen Angriff zu würfeln. Da war kritisch fehlerhaft. Damit scherzt du dir selbst. Sympathisch. Wer wird jetzt der Kampf der Giganten? Wozniak gegen Styx. Wer wird's gewinnen? Ich treffe nicht. Doch, ich treffe. Das wird jetzt spannend. Sehr entspannte Musik. Ich wehre ab. Achso, ja, sorry. Ich war erfolgreich im Abwehren. Ich habe kann damit zwar nicht kontern, ich kann nur abwehren. Ja. Ah, oh, Mann. Damit bin ich wieder dran. Ja. Ich bin erfolgreich. Ich wehre ab. Ich hab nicht geschafft. Du hast es kritisch nicht geschafft. Ja, damit machst du dir selber Schaden. Hä, aber er wehrt ab. Oder, ne, du wehrst ab, damit hast du es nicht geschafft. Damit, ja, egal. Ja, ich weiß. Da gibt's keinen kritischen. Ne, da gibt's keinen kritischen. Du schaffst einfach nicht. Okay, beim Abwehren gibt's einfach keinen kritischen. Kriegst 18 Schaden.
Ich greife dich an. Sympathisch. Ein kritischer Erfolg. Wow. Fuck. Dann machst du doppelten Schaden. Kritischer Erfolg ist doppelter Darf Schaden. Darf ich abwehren? Darfst du versuchen abzuwehren. Das habe ich geschafft. Schade für den kritischen Erfolg. Das System ist komisch. Ja. Das System, nee. Es gilt drauf zu hauen. Es gilt drauf zu hauen. Das ist ein kritischer Misserfolg. Ein kritischer Misserfolg. Du machst dich selber frei. 31. Joa. Lebst du noch? Bist du tot? Ja. Nein, ich hab noch 29 Leben. Okay, let's go. Dann hau drauf. Ich hau drauf. Ich hab getroffen. Ich wäre ab. Würfel den Schaden aus. Ich habe abgewehrt. Oder? Let's go. Und der nächste Zuschub. Hau drauf. Ich habe erfolgreich angegriffen. Dann würfel den Schaden aus. Oder wer ab? Erstmal wer ab. Achso, ja. Oha. Nein. 29. Du fuchtest mit den Armen um dich. Warte, ich muss kurz rechnen, wie viel Schaden ich krieg. Mathematik! 29. Ja, ich weiß aber, wie viel Leben ich jetzt hab. Sollst du die abtragen? Unter 10 ist K.O. Unter 10 ist. Ja, das. Ich 0 ist K.O., 0 ist tot. Achso, aber ich dachte, unter 10 ist ohnmächtig. Ja, in diesem Kampf jetzt mal nicht, weil ihr solltet besiegen. Okay. Yo, what the fuck, das ist viel zu knapp. Warte. Jetzt musst du mich angreifen. Nee. Das war mein Angriff. Nein. Ich hab Achso, stimmt. Mit einer 6 und du hast Ach, mit einer 100 erfolglos verteidigt. Ich schieße. Mein letzter Kraft. Du schießt. Du kannst nicht schießen. Das ist nur ein Schwert. Jetzt mach. Töte mich. Ich wäre übrigens erfolgreich ab. Ja, warte. Hä, warum würfelst du? Duell. Let's go. Ich bin dran mit angreifen. Nein. Achso, stimmt. Du greifst mich an. Sorry. Greif mich an. Na komm. 9! Ich lebe noch! Ich hab 3 HP! Warum hast du eine 20 gewürfelt? Warum hast du dir selber Schaden gemacht? Ich hab aus Versehen gewürfelt, passt schon. So. Ich habe eine 9 gemacht. Ich habe eine 9 gewürfelt. Ich habe abgewehrt. Damit mache ich dir Schaden. Dann mach mir Schaden. Nimm mal, das kann ich nicht mehr abwehren. Über 29. Nein! Wie sieht's aus? Ihr hockt beide blutend auf den Boden und letzter Kraft. Vier Leben. Ich hab 3. Okay, ich bin letzter Kraft. Dann kommt das war kein Kraft. Erfolg, ich verfehle. Ja, du bist auch schon kaputt. Ich schlage zu. Stress. Todesstoß. Die waren beide nicht erfolgreich. Ich wäre nicht erfolgreich. Bitte gib mir den letzten Rest. Ja, ich töte dich. Was nervt tötet Styx? Oh nein. Ich hab 3 HP überlebt. Und damit ist Styx der Sieger. Nee, Styx ist nicht der Sieger. Styx hat verloren. Nee. Ja, Wozniak ist der Sieger. Wer hat's gehört? Wozniak hat gewonnen. Mit 3 HP. Dann sag ich mal den anderen, sie sollen zurückkommen. So, ihr kommt mal zurück in den Stream. Kommt zurück in den Voice. Wer dran war, ne? So, ihr seht folgendes, sobald Wozniak steht alleine auf der Lichtung und sieht, wie sich Styx in Luft auflöst, und auf einmal sieht ihr, wie, also ihr seht, also Wozniak sieht Styx außerhalb der Lichtung erscheinen und Anne und Harold, die campen da vorne und die picken, die essen wahrscheinlich gerade Popcorn und schauen euch zu. Ich gebe noch meine 3 HP oder kriege ich mehr? Ihr könnt jetzt gerne regenerieren. Nein. Wie viel? Ihr könnt doch Folge voll regenerieren, 100. Nice. Ich auch, obwohl ich nur da mit 3 HP rumlieg. Ja. Nein. Das war ein harter Kampf. Liegt da jetzt ein Stein rum? Ja, das ist ein großartiger Kampf. Ja, Wozniak hält einen rot leuchtenden Stein in der Hand. Schaut mal! Als glorreicher Sieger. Ich renne zu denen hin und zeig denen so mit meiner Hand, was ich da gehabt habe. Schau mal, was ich gefunden habe. Ganz wunderschön. Hast du Möglichkeiten, es einzustecken oder soll ich es dir abnehmen? Nimm. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Dankeschön. Styx, steck das Ding ein! Du hast jetzt zwei Amulette-Steine bei dir. Ja, es sind Steine.
ganz toll gemacht, Thorsten. Kristalle, keine Ahnung. Dankeschön. Ein sehr guter Kampf. Ja. Vorzüglich. Ein epischer Kampf zwischen Styx und Wozniak. Episch. Sie sind umeinander rumgestorben. Am Ende. Ich wollte gerade fragen, er hat sich einfach nur durchgekontert, oder? Ja, er hat mehrere seiner Konter verfehlt. Den Großteil des Schadens, den ich bekommen habe, habe ich mir selber gemacht. Und und am Ende hatte ich 4 Leben und er 3 Leben. Und dann habe ich meinen Angriffswurf verkackt und er nicht. Die standen blutend auf der Lichtung und haben sich gegenseitig gepiekst. Das war amüsant. Gut. Damit haben wir nun 2 der 5 Gebiete erkundet. Mhm. 2 der 5 Gebiete fertig, 3 der 5 Gebiete erkundet, die von denen wir wissen. Bedeutet, es gilt nun. Wollen wir zu dem Steinbogen gehen? Wollen wir einen von uns umbringen? Ich würde das als letztes aufheben. Nein. Wir bringen einen von uns um, weil die letzten beiden Rätsel haben gezeigt, dass wir eh nicht sterben können. Und ich würde nochmal freiwillig mich melden. Vielleicht könnte auch das gewollt. Kleiner. Wir haben uns entschieden, wir machen das jetzt. Ja. Okay, und bevor wir das machen... Styx wollte das bis zum Ende aufheben. Nein, wir machen das jetzt. Wir sollten das bis zum Ende aufheben. Vielleicht können wir ja noch jemand anderen opfern. Zum Beispiel einen aus dem Schottendorf. Ist mir also egal. Bevor wir weitergehen, erzähle ich erstmal einen Witz. Du das. Wir opfern ihn. Nein, wir brauchen ihn. Nein. Er sitzt auf einem Baum und schreit, aha. Ein Uhu mit Sprachproblemen. Würfel auf Humor. Nein, der war schlecht, aber nein. Ich hab's auch komplett verkackt. War ziemlich schlecht. Ich bin für zuerst der Steinbogen. Ich habe Lust auf den Steinbogen. Ja, da kann ich runterspringen. Yay. Gut, Steinbogen, yay. Okay, frag mal, Spielleiter, was ist denn von hier aus am nächsten? Oh ja, guter. Der Steinbogen. Vorzüglich. Das ist der am nächsten. Mensch, was wäre es geplant gewesen? So, das sieht folgendermaßen aus. Ihr kommt zu einem großen, prachtvollen Steinbogen, der ziemlich in der Mitte der Insel steht. Metall-Inlays! Muss mir gerade mal gucken, was ihr da habt. Ist es ein Stargate? Es ist nicht rund genug für ein Stargate. Und es fehlen mir die Chevrons. Ihr seht in der Mitte, unter dem Bogen, steht eine Art der Schrein mit Aussparungen da drin. Und in die es sind genau 5 Aussparungen in dem. In dem Schrein dort in der Mitte. Die sind nicht zufälligerweise leuchtendes amulettförmig, oder? Die sind sehr zufällig leuchtendes amulettförmig. Mhm. Da passen. Gibt es eine Schriftrolle auf diesem Schrein? Nein, da gibt es keine. Aber es gibt Inschriften auf dem Schrein. Was steht denn auf dem Schrein? Würfel mal drauf, ob du die lesen kannst. Jawohl. Die Antwort darauf ist nein. Okay. Du erkennst, dass die Schrift, da steht irgendwas in alten Runen drauf gekritzelt. Würdevoll geschrieben auf dem Bogen entlang. Aber du kannst das beim besten Willen nicht entziffern. Kann ich auf spirituelles Wissen würfeln, um die Runen zu lesen? Kannst du versuchen. Vorzüglich, da habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit. Ich war erfolgreich. Okay, du liest, dass dieser Schrein, also sobald die, da steht so sinngemäß drauf, sobald 5 dieser Amulettsteine in die Vorrichtung eingefügt werden, beruhigt das die Magie des Sturms. Aha, also doch kein Stargate. Gut, so wenn ich diesen Stein richtig interpretiere,
diesen Schrein, dieses Tor, dann müssen wir einfach nur 5 Steine finden, da reinhacken und dann ist der Sturm weg. Anne sieht sich um, ob sie hier Steine findet. Nein, wir brauchen diese leuchtenden Dinger. Sagt das irgendwer? Ja, das sagt diese Inschrift. Außerdem sagt das Styx zeigt auf die Aussparungen. Die Aussparungen sehen für euch alle sichtbar. Sehen für euch alle ersichtbar sehr nach. Die sehen genauso aus wie die Formen, die ihr da habt. Haben die einen. Aber wir könnten auch Steinbearbeitung lernen und Steine suchen, sie exakt so schnitzen. Können wir versuchen, ob es klappt. Eine andere Frage. Sehen wir irgendwie, dass gewisse Steine an gewisse Positionen gehören? Ja, es gibt bestimmte, die sind verschieden geformt und ein bestimmter Stein gehört an eine bestimmte Stelle. Also es gibt da schon vorgesehene. It goes into the square. So ungefähr. Die haben unterschiedliche Formen, die Behältnisse der Steine und. Aber das ist relativ gut, das ist ungefähr hier, it goes in the square hole. Also, du kannst, wenn du die Steine dorthin legst, kannst du schon sehen, ob das passt oder nicht. Du kannst doch schon. Es ist nicht gerade. Also für Wozniak könnte es schon schwierig werden, aber Styx sollte das hinkriegen. Für mich ist gar nicht schwierig. Wozniak, hau mal bitte drauf. Okay. Nein, bitte nicht. Okay, dann nicht. Gut. Ihr seht auf dem Boden auch eine. Unter dem. Eine Malerei, auf dem. Das ein Bildnis auf dem Boden. Auf dem Boden abgebildet. Kannst du euch mal zeigen? Was wird denn abgebildet? Ihr seht Folgendes. Genau, diese Zeichnung ist auf dem Boden zu sehen. Das ist eine große Platte, auf der das irgendein Künstler hat das dorthin gemalt. Kann ich das religiös interpretieren? Das sieht religiös aus. Richtig, deswegen würde ich es gerne religiös interpretieren. Religiös ja. Wissen. Wie sehr soll ich dir das erschweren? 19. Es war ein Erfolg. Es war auch erschwert noch ein Erfolg. Okay, gut, was kannst du darüber wissen? Zeigt es einen Gott zum Beispiel? Es zeigt auf. Du würdest das so interpretieren, dass es Götter zeigt. Götter, 3 Stück. Gut, interpretieren wir die Götter. Wir haben einen Gott der Kraft, des Krieges oder irgendwelcher physischer Arbeit. Der ist im Hintergrund. Potenziell ein Sonnengott. Sind es einfach die Sachen, die wir tun müssen? Kraft und Rest. Und dann haben wir eine Person, die steht in einem Mantel mit einem blauen Gesicht. Interessanterweise hat der Mantel eine sehr andere Farbe. Diese Person sieht ein bisschen aus, als wäre sie sehr alt. Potenziell Alter, Weisheit, Wissen. Tod. Oh, da haben wir ein Problem mit. Potenzieller Darstellung eines Todesgottes. Korrekt. Dann haben wir eine kniende Person, die approximiert weiblich dargestellt ist. Anbeter? Nee, ich würde tatsächlich auf irgendeine andere Gottheit tippen. Komm schon, Fruchtbarkeit. Ich würde nicht auf Fruchtbarkeit sagen, denn dafür hat sie bestimmte Eigenschaften einfach nicht. Sie ist nicht mit Nachwuchs dargestellt, sie ist nicht mit bestimmten körperlichen Eigenschaften dargestellt, die man bei Fruchtbarkeitsgöttern oft sieht. Außerdem ist sie angezogen. Stimmt. Verdammt. So, und Fruchtbarkeitsgötter haben mindestens eine der 3 Dinge, die ich gerade sagte. Kann ich gerade nicht interpretieren. Ja. Ich sehe zu wenig, sie sieht zu generic aus. Dann würfel doch mal und lass dir von unserem tollen Spielleiter sagen, was du interpretierst. Gut, was muss ich würfeln, um das Ding zu interpretieren? Gar nichts. Du hast kannst du nicht. Du hast das gerade interpretiert.
Gut, was ist denn jetzt am nächsten von dieser von diesem Steinbogen, wo wir noch nicht waren? Steinbogen, das ist genau in der Mitte der Insel. Also, ja. Eigentlich alles. Also alles. Lasst uns doch mal zum Steinkreis gehen. Gut. Den wollt ihr zuletzt machen. Eigentlich durch. Ich will den aber jetzt machen. Gut, dann machen wir. Ich bin eigentlich dafür, dass wir den Ersatz machen, damit nicht irgendeiner von uns die ganze Zeit nichts zu tun hat, aber okay. Kleiner Tipp von mir, macht das jetzt. Okay, wir machen es jetzt. Ja. Könnt ihr machen. Ich glaube, wir müssen uns noch zwei kloppen. Ihr habt noch zwei andere Prüfungen, die ihr machen könnt. Welche zwei anderen denn noch? Also die im Dorf und... Und die im Fischerdorf. Ah. Am Fischerhütte. Stimmt, es gibt ja noch die Fischerhütte. Ich bin für die Fischerhütte, ich habe gar keine Lust auf Leute. Ich bin immer noch für den Steinkreis. ja, okay, wir können auch zur Fischerhütte gehen, tatsächlich. Ist mir relativ egal. Okay, ihr wollt also zur Fischerhütte. Zum Steg mit der Fischerhütte. Ja. Hier ist das. Ja, ja, ihr lauft eine Weile durch die Insel und ihr kommt an einem Strand an. Das kann ich euch zeigen. Ich habe für jede Szenerie hier ein schönes Bild. Wir schaffen das heute noch durch. Ja, das ist ja nicht mehr so viel. Das denkst ihr du. Ihr kommt an einem Strand rein und im Hintergrund ist eine kleine Fischerhütte zu sehen. Das nutzt Wozniak für einen Witz. Mach das. Wer weckt die Fische am Morgen? Der Wasserhahn. Würfel auf Humor. Nein. Ich hab's auch nicht geschafft. Das ist ein sehr schlechter Witz. Ja, wie alle halt. Ich finde das alle ganz unlustig. Ich finde es schade, dass du noch keinem NPC einen Witz erzählt hast. Es gab auch noch irgendwelche NPCs. Wartet ab. So, ihr seht dort an dem Strand, an der Fischhütte, sitzt auch tatsächlich ein junges Mädchen. Das kann ich euch gerne mal einblenden. Da habe ich ein Bild von. So, jetzt ist die Frage, sollen wir sie umbringen oder nicht? Ich würde sie fehlen wollen. Oh ja, aber da musst du sie auch richtig pfählen. Und jetzt ist die Frage, wie gut bist du im Pfählen? Triffst du die ganzen wichtigen Organe oder triffst du sie nicht wie ein Profi? Ich bin gut im Werfen, ich könnte einfach einen Speer werfen und dann trippen. Ich habe von Vlad Dracula gelernt. Gut, was tut ihr? Ich nehme meinen Speer und möchte sie fehlen. Nicht alle gleichzeitig. Ich nehme meinen Speer und möchte sie fehlen. Versuch es. Das ist geschafft. Könntest du bitte nicht den ersten NPC pfählen, den du triffst? Okay, ist der dritte NPC. To be fair, ich würde sie enthaupten. Aber auch wenn der Wurf jetzt geschafft ist, ist es ein bisschen unfair, aber du merkst, wie dein Speer in der Luft abprallt. Jesus Christ. Die Leiter Willkür. Das ist meine Lieblingsform. Du scheinst dir damit nichts anhaben zu können. Nee, die macht irgendwas Magisches. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Magie. Ich schlag mit meinem Schwert so lange zu, bis ich treffe. Du schlägst gegen die Luft. Ich trete mal an. Junge Dame, guten Tag. Sie reicht euch für wortlos eine Schriftrolle. Ich ergreife die Schriftrolle, ich würde gerne. Du liest die Schriftrolle, da steht 5 Prüfungen des Willens. La. Prüfung des Wissens, des Wissenwillens. Beweist euren Willen im Wissen und Verständnis. Nutzt euren messerscharfen Verstand und beantwortet schlicht jene Fragen, die euch das kleine Mädchen stellt. Was stellst du für Fragen? Frage 1. Wo befinden wir uns im Moment? Auf einer Insel.
einem Fischerdorf. Ich möchte anfangen, in einem Fischerdorf. Das ist richtig. Dankeschön, sehr freundlich. Weiter. Frage Nummer 2. Was musste man auf Norui Islands tun, um den Geist des Feuers von seinem Flug zu befreien? Opfergabe. Es war eine Zigarre rauchende Schildkröte. Okay, das reicht. Das reicht. Wie ist der Name des Professors, der euch von Norui Island auf diese Insel verfolgte? Dummes Arschloch. Das ist leider nicht richtig. Stimmt. So. Habt ihr euch den gemerkt? Hat ihn sich jemand gemerkt? Er hat uns nie gefragt, weil wir nie gefragt haben. Ja, verstehe. Hätte der jederzeit fragen. Wir hatten einen Dialog mit ihm und der war... Wie viele? Übersetzer. Frage Nummer 4. Wie viele Prüfungen des Willens gibt es auf dieser Insel? 5. Das ist richtig. Für die 5. Frage, wie lautet der Name der Voodoo-Lady auf Norianland? Was zum Teufel? Namen sind Schall und Rauch. Das Einzige, was Meta gilt, sind deine Taten. Ja, nein. Nein. Nächste Frage, welche Orte gibt es auf dieser Insel? Wir haben einen Leuchtturm, wir haben einen Wald, wir haben einen Friedhof, wir haben zwei Stege mit Fischerhütten dran oder Schuppen, wir haben ein Dorf, wir haben einen Steinkreis, wir haben einen Steinbogen. Und wir haben einen abgestürzten Helikopter. Das haben wir auch. Das ist kein Ort, aber das ist richtig. Das ist ein Ort. Mit welchen Waffen bringen sich 6 Feinherren auf der Lichtung um? Meine Lieblingswaffe, dem Revolver. Das ist richtig. Wie lautet der Name des Anführers der Bürgerwehr auf dieser Insel, der ihr noch nicht begegnet seid? Herbert. Woher soll ich denn das wissen? Heribert? Ich fange an, die Fischerhütte anzuzünden. Was ist es, das die Kannibalen von Norui Island verehren? Teilweise uns. Menschenfleisch. Und auf der anderen Seite eine Göttin des Tricks. Sie heißt irgendwas mit Ishtar. Außerdem ist sie ein Vulkan drin. Das reicht völlig aus. Nenne mir die Namen der 5 Elementardämonen auf Norui Island. Der 5? Ich kenne leider nur 4. Wir haben Misu. Wir haben Pai. Wir haben einen Namen mit D und irgendwas mit Äther. Das reicht. Das ist nicht alles, aber das reicht für dich aus. Der letzte, das gebe ich euch, weil der letzte war der Luftgeist, den da kriegt dann Boot, das müsst ihr nicht wissen. Könnt ihr nicht wissen. Nenne mir 3. So ähnlich wie Damian war das der Erdgeist. Ja, es war Damian. Nenne mir 3 irdische Namen von Wächterdämonen. Irdischen Namen, die haben wir nie rausgefunden. Doch, der Erddude hieß Diam oder sowas. Die Hütte brennt mittlerweile. Das juckt sie nicht. Das sind die Namen, die wir ihnen als in dämonischer Form hatten. In ihrer Nein. Der Dude hatte in Klammern den Namen Diam drin. Übrigens ist das komplett useless, weil bei einer Schriftrolle steht, wir müssen alle Fragen richtig beantworten und wir haben schon 3 falsch, mindestens 3. Jo. Die letzte Frage wäre auch, was bin ich? Was bin ich? Ein Arschloch. Ich würde einfach mal tippen auf irgendeine Form von Projektion. Das ist leider falsch. Cool. Gut. Also können wir das gar nicht mehr gewinnen, weil wir nicht alle... Nö, können wir nicht. Ihr könnt gerne wiederkommen. Also diese Prüfung dürft ihr öfters machen. Nein, aber wir können es nicht gewinnen, weil wir nicht auf Norui Island zurückkehren können, um diese alle... um den Professor nach seinen... Weiß nicht, ob das drinsteht in der... Aber ich habe hier stehen, ihr dürft... 3 Fehler sind erlaubt, ohne durchzufallen. Aber ihr habt tatsächlich mehr als 3 Fehler gemacht, deswegen... Ja, was sind denn die irdischen Namen von denen? Wissen wir nicht. Tja. Das wissen wir nicht, wir wissen den Namen von... Man könnte ja mal raten. ...Professor nicht, wir wissen den Namen von dieser komischen Voodoo-Hexe nicht. Genau. Das sind 3 Fehler, wir wissen nicht, was sie ist. Wir wissen nicht, was sie ist.
Das sind vier. Ein kleines vier. Mädchen, wie sie am Anfang gesagt hat, aber danke. Nein. Wer hat das gesagt? Das hat stand auch in der Schriftrolle. Oder du hast gesagt. Egal. Ja, stimmt, das wird stimmt, da steht in der Schriftrolle. Wir kehren später wieder. Wir wussten nämlich auch eine fünfte Sache nicht. Nämlich den Namen des Milizvorstehers aus dem Dorf. Korrekt. So, ihr dürft das heißt, gehen. Hier können wir nichts tun. Lass uns in dieses Dorf gehen. Ich habe zwar keine Lust auf Leute, aber viel Spaß im Dorf. Wir gehen hin. Steinkreis gehen. Ihr lauft auf dem Weg zum... Auf jeden Fall passiert euch was auf dem Weg. Das ist gut, dass das mal passiert. Wir haben bisher sehr gut gewürfelt. Was auch immer es ist, ich ziehe mein Schwert und bringe es um. Das ist tatsächlich die richtige Sache. Sekunde, ich blättere mal ein bisschen. Wir begegnen den random Endgegner. Ihr begegnet, in W10 steht hier. Das ist 100 Kobold. Ihr begegnet 7 Leuten. Ihr seht, ihr seht tatsächlich Schotten vor euch, die auf euch zugelaufen kommen und euch mit Schwertern angreifen. I don't care who they are, ich bring sie um. Ich möchte einen fehlen. Würfelt einfach mal Initiative aus. Müssen wir das wirklich? Können wir nicht einfach Discord-Reihenfolge und dann Gegner machen? Müsst ihr. 26! 5. Eine 1 gewürfelt. What the fuck? Wie habe ich mit einer 26 den höchsten Wert? Wie habe ich mit der. Was? Habt ihr schon gewürfelt? Da habt ihr nochmal. Ja, wir haben nicht gewürfelt. Das ist einen davon, nämlich nur. Ja, wir haben 26. 5. Warte, wie viele habe ich? Hab ich gewürfelt hier? 7 greifen euch an. 5 nochmal dazu. Die greifen mal tatsächlich zwischen euch an. Ach, sagen wir, die greifen nach euch an. Was soll der Mist? So, wer ist dran? Die greifen vor uns an, tatsächlich. Wer greift als erstes an? Styx. Gut. Styx nimmt deren Speer. Let's go. Das heißt, es ist Attacke. Das ist ein kritischer Fehlschlag. Du machst dir selbst Schaden. Du machst dir selber Schaden. Gut, es sind ja zum Glück nur 3D10. Oder du machst mir Schaden. Nee, danke. Für deinen Schaden aus. Bin dabei. 16. What the fuck? Gut, ich bin dran. Ich renne schreiend in diese Meute von 7 Leuten rein mit meinem Speer. Meute, 7 Leute. Das tust du. Ja. Ich treffe. Nur für den Schaden aus. 17. Warte, muss ich mal gerade mal gucken, wie viel Schaden die. Machst 17 Schaden auf den einen. Okay, noted. Der nächste ist dran. Da war noch Anne dran, Harold. Oh ja. Harold hat 2 und ich habe 1 gewürfelt. Ja, ich greife an. Überraschend, ich treffe. Mit deinem Schwert. Schwert gegen Schwert. Harold ist so super motiviert mit dem. Ja. Das kennt man von Modi. Ja, das liegt ganz sicher auch an mir. 25. Ich möchte nur mal anmerken, dass auf Nori Island uns 3 Kannibalen einen Mitspieler gekillt haben. Okay, ich schieße. Ja. 25, dann muss ich schießen. Triffst du? Warte. Ich muss das mal eingeben. Also, ja, ich habe natürlich habe ich getroffen. Okay, würfel den Schaden aus. Nein, ich muss erstmal schießen. Wie viele Schüsse? Ach, nur 2, schade. Okay, würfel den Schaden aus. 1
47 und 28. Okay, Alter, was ist das zweite für ein eine, Wurf? Der eine ist tot, die Frage ist, wie tot? Sekunde, 28. Der eine ist tot, der andere bewusstlos. Sind vielleicht sogar beide tot. Vielleicht triffst du ja auch 20. den ich schon angegriffen. Ja, die sind. Zwei sind tot. Easy. Ich hab geblickt. Hab ich den geflickt. Du hast zwei getötet, und ja, wie viele sind noch übrig? Fünf. So, das mal. Und jetzt müssen die dran alle, sein. Jetzt sind die sind jetzt alle dran. Von meiner Präsenz eingeschüchtert, weil ich schon zwei von denen umgebracht habe, bevor die überhaupt reinkamen. Die würfeln mal. Die fünf verblieben. Deswegen darf ich jetzt auf einschüchtern werfen, ob die jetzt überhaupt nochmal angreifen. Mal gucken, ob es so klappt, mal schaffen anzugreifen. Warte, oder so. Mal drei haben getroffen. Getroffen, ja, drei haben getroffen. Exakt. Bedenke, dass ich in diesen fünf Leuten drin stehe. Ja, dann dreimal Schaden auswürfeln. Schaden ist 5 W10 minus 3. 5 W10 minus 3. Ja, es geht doch schneller. Du kannst übrigens auch Copy-Paste machen. Ja, mach ich doch gerade. Und noch ein drittes Mal. Das sind, wenn ich richtig sehe, 32, 20 und 20 Schaden. Einmal. Wer kriegt das? Das kriegt diejenige, die in den 5 Leuten drin stehen. Okay, und können wir das... Der erste Schaden geht an Nummer 2. Die Nummer 2 ist Modi. Das heißt an Harald. Ja, cool, der zweite Schaden geht an die Nummer 4. Moment. Ich weiche aus. Ich bin nicht ausgewichen tatsächlich. Gut, mach mir Schaden bitte. Den Schaden 32. hast du hier. 32 Schaden für dich. 32. Und ich bin erfolgreich, kritisch. Ich bin kritisch erfolgreich ausgewichen. Der letzte greift Nummer 1 an, das ist. Ja, ich weiche. Nick. Ich wehr ab. Oh, ich hab's geschafft. Okay, du wehrst ab. Das ist ein Konter, er darf also Gegenangriff. Ich mach's nur den Schaden zurück. Mir ist das aber egal. Eigentlich trifft nur der Schaden, den der gewürfelt hat, den einen. Das haben wir vorhin anders gespielt, aber. Eigentlich trifft der eigene Schaden nur den eigenen Spieler. Also eigentlich für Konter ist eigentlich zurück. Egal. Und dann kannst du dich jetzt so rulen, dass jetzt einfach nur die ihren Schaden in ihr eigenes Fressbrett kriegen. Das war auf den letzten. Der letzte oder der mittlere, wer hat sich angegriffen? Der letzte. Letzte, dann kriegt der 20 Schaden. Gut. Das ist ja. Hoppla. Können wir mal kurz drüber reden, dass sich diese ganze Meute dazu entschieden hat, drei unterschiedliche Leute anzugreifen, obwohl nicht mal einen Meter vor denen jemand steht. 20 Schaden. Okay. Ihr seid wieder dran. Auf geht's. Fünf stehen noch dort. Genau, ich bin dran. Ich habe davon gehört. Ja, Speer ins Fressbrett. Das ist ein erfolgreicher Speer im Fressbrett. Würfel den Schaden aus. Ich möchte den, wer auch immer von denen, der mir am nächsten ist, abstechen. Mit 24 Schaden. Das ist fast der Maximalschaden. Okay, das ist großartig. Ich will wieder meinen Revolver. Der macht den doppelten Schaden. Tja. Gib mir einen Revolver! Hui, leise. Okay, nein, der, den du getroffen hast, der, dem geht's schon ziemlich schlecht. Der ist ohnmächtig. Verrecke, du Sau! Dass du ohnmächtig ist. Cool. So, also 4 aktiv im Kampf.
einer ohnmächtig. Auf geht's, weiter kämpfen. Ich würde denjenigen angreifen, der rechts von mir steht. Und ich treffe tatsächlich. Am Speer. Ja, dann würfel den Schaden aus. Ist erstaunlich, dass du mit einer 70 triffst, aber okay. Ja, ich hab 50 Punkte in Stabkampf reingeballert. Und deswegen schaffst du es mit einer 70? Ja. Eine 70 ist ja über 50. Zusätzliche 50 Punkte. Ach so. Zusätzliche 50. Okay. Okay, du machst Schaden, 17 Schaden. Also einer ist tot, mindestens. Ich hab den angegriffen, der rechts von mir steht. Okay, jo. Dann macht das 17 Schaden. Rechnen. Dann ist der nächste dran. Harold. Ach so. Harold, Angriff. Oh, ich würfel meine zwei Würfel. Nicht ins Mikrofon boosten. Macht 33 Schaden. Sucht ihr aus an wem? 33. der eine ist tot. Ihr habt noch, das müssten noch drei sein und ein Ohnmächtiger. Okay, ich töte. Versuch was. Oh, ich hab getroffen. Wer hätte es gedacht? Dann würfel den Schaden aus. Erstmal Schüsse. Ein, Alter. Dann würfel deinen Schuss aus. Schussschaden. Viele Würfel. Wild. Easy. 43 Schaden. Das ist der nächste ist ohnmächtig. Jetzt zwei Ohnmächtiger. Die Hälfte ist ohnmächtig. Die zwei dürfen noch angreifen. Wenn sie es dran, oder? Ja. Dürfen sie angreifen oder nicht? 41, ja, die dürfen beide angreifen. Nicht ins Mikrofon pustern, Mann. Die machen. Alter. 5d10 war das, glaube ich. Ja. 5d10 ist minus 3, minus. Also. 28 Schaden an. Nee, warte nochmal. 5d10. 9. Der zweite greift nochmal an. 29 und der nächste macht auch nochmal. Minus 3 macht 25 Schaden. Das ist richtig 10er. Und zwar der erste trifft. Die Nummer 1, das ist Nick, wenn ich nicht richtig war. Und der zweite trifft die Nummer 3. Das ist Pathfinder. Ich konnte nicht. Oh, ich hab gekontert. Zieh den Schaden ab, nicht gekontert. Und Schaden auf den gekonterten. Der erste, der kriegt 31. An sich selber. Nee, der kriegt nicht, der kriegt 29. Hä? 31 gewürfelt. Nee, ich habe minus 3 nicht abgezogen. Da kriegt er 28. 28. Sich mit 28. Ja. So, zwei Ohnmächtige, ein Verletzter, ein Lebender. Sieht gut aus. Wenn ich noch einmal schießen muss, dann bin ich echt enttäuscht von euch. Ihr seid wieder dran. Aber wirklich. It's stab time. Schöne Zahl, aber kein erfolgreicher Stab. Ich stabbe daneben.
Jo. 69. Wie viele stehen denn noch? Zwei stehen noch, einer ist verletzt, einer ist noch heile. Boah, ich würde auf einen der stehenden versuchen mit angreifen. Jo, das ist hast du geschafft. Dann greif an. 13. 13, auf den der steht, wirst du angreifen. Zwei Verletzte, zwei Ohnmächtige. Die Ohnmächtigen so können wir am Ende mit dem Messer ausnocken. Ihr könnt doch liegen lassen. Nein, wir bringen die um. Machen wir nicht. So, wer ist dran? Ich glaube, Harold müsste dran sein. Oder nicht? Ja, Moment. Mordi nicht so mieslaunig. Schaden. Wahrscheinlich am fittesten. Den am fittesten ist das, macht. Nee, warum den fittesten? Der schon verletzt ist, dann liegt am Boden. Mhm. Ey, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Egal. Zwei Ohnmächtige. So, dann ist einer tot. Zwei Ohnmächtige, einer, der noch steht. Oh, ich darf zwei schießen. Dann schieß. Okay. Der eine ist 51 tot. 51 Schaden. Der ist sowas von tot. Warum hat es kein zweites Mal gewürfelt? Der letzte ist tot. Also, ihr habt noch zwei Ohnmächtige, dann ist der Kampf vorbei. Ist egal, ich habe den zweiten Schuss schon gemacht. Ah, da jetzt, 47. Der nächste ist vorbei. Okay, ein Ohnmächtiger liegt noch am Strand. Oder nee, nicht am Strand, auf der ihr seid unterwegs schon. Auf der Wiese. Wird abgestochen. Ja. Wir waren auf dem Weg ins Dorf, ne? Ja. Ins Dorf wart ihr unterwegs. Ja. Harold, kann ich kurz ein Schwert haben? Nö, warum? Ich möchte ganz gern den Kopf von einem von denen abtrennen. Okay, ich hack ihm einen den Kopf ab. Okay, ich nehme den Kopf, spieß ihn auf meinen Speer, und trag den Speer über die Schulter. Nice. Okay. Ja, gut, ihr begebt euch zum. Nur älter. Ihr begebt euch zum Dorf hin. Da lauft ihr eine ganze Weile, das ist quer über die Insel. Es wird Abend. Da können wir gerade mal eine Pause machen. Könnt ihr mal gerade eine Pause machen, ein bisschen regenerieren und mal ein bisschen die Lage voll machen. Ah, nee, ich bin voll, sorry. Irgendwo. Ihr baut euch irgendwo unterwegs auf der Insel ein Lager auf. Okay, bevor ich einschlafe, setze ich mich in die Ecke und kritzle mein Notizbuch rein. Okay. In mein Tagebuch, sorry. Machst du den beschreiben, was du kritzelst? Nein, die sehen nur, dass ich in der Ecke sitze mit dem Rücken zu ihnen. Eine sehr intime Zeichnung. Gut. Gut, ihr rastet. Ihr dürft 2d10 regenerieren. Uhu. Und damit machen wir bevor. Damit bin ich voll geheilt. Regeneriert mal. So, alle regeneriert, die regenerieren wollten. Ja. Dann würde ich mal sagen, bevor wir ins Dorf gehen, machen wir eine kurze Pause. Genau, 22 Uhr, machen wir das 22.15 Uhr Pause und dann sehen wir uns wieder. Mordi sucht seine Motivation und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem Rest des Abenteuers.